Moin Leute, mein Name ist Houston und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es nochmal um die Adjudicator oder beziehungsweise Schiedsrichter. Denn mir ist aufgefallen, dass zumindest nach meiner Beobachtung nur relativ wenige Spieler diese Waffe benutzen. Für mich ist die Adjudicator aber eine meiner Lieblingswaffen geworden, wenn nicht vielleicht sogar die Lieblingswaffe. Sie wurde vor kurzem etwas umgebalanced und wurde von der Präzisionsgewehrkategorie in die Sturmgewehrkategorie verschoben. Die Kategorie verändert natürlich die Waffe selbst nicht, aber es hilft bestimmt einigen dabei, sie anders wahrzunehmen. Denn unter den Präzisionsgewehren zählte sie eher zu einer schlechteren Alternative, wenn man rein nach ihren Statistiken gehen würde. Aber bei den Sturmgewehren, oh Junge, dort ist sie gerade was den Schaden angeht ein absolutes Powerhouse. Mit einem Schaden von 80 hat sie mit relativ großem Abstand den höchsten aller Sturmgewehre und sie kommt mit einer mittleren Panzerdurchdringung, was enormen Komfort bietet, wenn man zum Beispiel bei Hive Guards einfach durch das Kopfschild durchschießen kann und man nicht nach einer Schwachstelle suchen muss. Und gerade bei den Robotern kommt eine mittlere Panzerdurchdringung sowieso immer gut. Auch die Feuerrate kann mit den anderen Gewehren mithalten. Die Schwierigkeiten mit ihr sind allerdings, dass sie wie ein alter Gaul austritt und euer Fahnenkreuz in die Höhe schnellen lässt oder ihre geringe Magazinkapazität, was dann auch allgemein zu weniger Munition führt. Aber genau das balance die Waffe für sich allein genommen aber auch gut. Und wenn man will, kann man mit dem richtigen Loadout auch gegen ihre Nachteile wirken. Gegen ihren Rückstoß nimmt man einfach eine Rüstung, die diesen im Liegen oder in der Hocke verringert und wegen dem Munitionsproblem kann man den Vorratsrucksack mitnehmen. Oder beim Looten einfach die Augen nach Munition offen halten. Wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal in einem laufenden Match an und ich gebe euch jetzt an den Gameplay Houston weiter. Viel Spaß! Hm, da kam schon ein Schweinchen aus dem Charger raus. Ja, aber wo ist denn hier der Charger? Ich sehe gerade keinen. Okay. AFK oder was? Ah, da war schon wieder das Schweinchen. Ah, nee, das ist sogar kein Charger. So einer hier. Du bist das Schweinchen, das ich hier gehört habe. Hat mir direkt das Bein verätzt. Ah, ganz toll. Nee, 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 jetzt nicht vor die Quasar fliegen hier. Das war schon mal der erste. Oh, jetzt ist schön mit der Adjudicator. Eine der geilsten Waffen überhaupt, finde ich, inzwischen. Zwar ein Munitionsschlucker, aber das kriegt man schon noch irgendwie hin. Bisschen die Augen offen halten, noch Muni und dann geht das. Oh, oh, ist hier los. Stürzen alle ab. Mensch, das langt aber hin hier, ne? Machen schon kaputt, okay. Er ist hier der letzte seiner Art. So. Achso, ist gut gelaufen eigentlich. Ah ne, da ist der letzte. So. Ist der Himmel wieder frei. Auch Munition. Das war schön. Jetzt noch her hier. So, jetzt aber. Sag mal. Also gegen die ist die Adjudicator halt leider nicht so geil.
Und wo kommen die denn immer noch? Weil da ist sein Profil. Ja, keine Ahnung. Was hat er gesagt? Ah, der Samples hier oder was? Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden mit seinem 2-Euro-Mikrofon da. Obwohl, an sich nichts gegen 2-Euro-Mikrofone, ne? Ich hatte mir mal auf Amazon schon länger her, das war mein zweites Mikrofon oder so, was ich mir, glaube ich, jemals für einen PC damals gekauft hatte, als ich noch bitterarm gewesen bin. ja, also wegen Schule und so, ne? Da habe ich halt keine Kohle gehabt für sowas. Oder beziehungsweise Ausbildung, so. Da habe ich mir von Amazon ein Mikrofon für 2 Euro gekauft. So ein Ding, was man nur so anklippt, so, ne? Und, na gut, komm, für 2 Euro probierst du aus, so, ne? Und dann dachte ich, ja komm, es kommt dieses eine Mikrofon da an, ja scheiße, was? Das waren 10 Stück für 2 Euro! 10 Mikrofone für 2 fucking Euro. Ich glaube, ich habe hier sogar noch irgendwo welche davon rumfliegen. Will ich jetzt zwar nicht drauf wetten, da schon länger nicht mehr gesehen, die Dinger, aber ich glaube, irgendwo in den Schubladen liegt bestimmt noch eins rum. Und wie gesagt, also das war aber für 2 Euro war das Ding echt gut von der Qualität her. Also wirklich überraschend gut gewesen. Hat auch ewig gehalten und selbst wenn nicht, mein Gott, ich habe noch 9 andere davon. Also, das war echt geil, das Ding. Da habe ich auf jeden Fall ein Schnäppchen mitgemacht. Jo, wollte dich. Was hat der eigentlich für eine Knarre? Ach, Dominator. Elite-Feind. Okay, der Mörser hatte mal gar keinen Bock auf den Gegner. Hab eine Probe. So Männer, King of the Hill, ne? Ihr kennt es. Ja, der hat das da unter Kontrolle mit seiner Dominator. Bemerkenswert ruhig wieder, ne? Ich finde das ja frech, dass die Knarre hier nur 4 Magazine bekommt. Also aus so einem großen Munitionspaket hier. Also ich meine, die ganzen Primärwaffen kriegen inzwischen die Munition komplett voll aufgestockt, ja. Aber die nicht? Warum? Das werden sie bestimmt noch ändern hier, Arrowhead. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so richtig ist. Das sieht auch besteuert aus, ne? Feuer frei, Jungs! Fenster ab! Oh, jetzt geht's aber los hier. Jetzt haben sie Verstärkung gerufen. Alter, was explodiert denn hier alles, ey? War das ein Mörser oder haben die Granaten geschmissen? Ich glaube, das waren nur Granaten, ne? Ja, ich hab gar nicht auf mich gespuckt. Ach nee, der hat seine Panzerfaust abgefeuert. Ich dachte schon, das wäre der Mörser gewesen. Oh, ey, danke. Danke, danke, T4. Mein Danke raushauen muss drin sein, ne? Da freut man sich ja grundsätzlich drüber. Also wenn man das Danke erhält. Sterben ist wohl noch nicht drin bei euch, oder? Ja, der letzte Angriff, den schleudern wir mal schnell irgendwo hin. Vielleicht doch
Oh, ganz toll. Ich wollte es gerade weg tun. Ich habe gerade auf G1 gedrückt, um die Waffe wieder in die Hand zu nehmen. Fuck, ey. Ja, Gott sei Dank haben die Leute das mitgekriegt hier. So, irgendeiner muss neben dem Ding stehen bleiben, neben der Fahne. Sonst geht das hier nicht voran. Wieso habe ich eigentlich das Jetpack mitgenommen? Ich habe es bisher noch nicht ein einziges Mal benutzt. Ich denke da auch irgendwie immer nie dran, weil ich das so selten mitnehme. Es dauert aber auch lange, diese blöde Fahne da rauszuholen. Hier irgendwo, also ist in der Richtung irgendwo ein Pilz oder ist das einfach so eklig? Ich glaube, das ist einfach so eklig auf dem Planeten, ne? Mit dem Nebel hier. Das ist nicht der Pilznebel. Der wäre noch mal ein bisschen krasser. Was ist da? Achso, das ist der ausblutende Titan. Ja, lassen wir auf 100. Ich finde 100 eigentlich ganz angenehm. Ja. So, weg die Sau. Damit hat er nicht gerechnet, dass er einen Energieball in den Arsch kriegt. Oh, Leute, wartet auf mich. Ich schreck euch die Freiheit! Jawohl, Gas, Feuer, alles rein. Kommt nur. Das schmeckt den Terminiden in der Regel gar nicht. Jetzt wäre ich dem fast vor die Flinte gerannt. Ah, halbes Magazin, das lassen wir mal noch drin in der Pistole. Ah ja, da haben wir die Kollegen schon, ja? Nice. Komm, wir zünden das Ding mal. Mal gucken, ob wir die ganzen Freaker damit aus dem Himmel schießen. Oh ja. Wir haben sogar hier so eine Grube, glaube ich, hochgejagt, ne? So ein Loch. Ja. Sieht da sehr dunkel aus da drin. Ich will das jetzt nicht, nicht selber erkunden gehen da. Oh. Wäre ich schon fast wieder ins Loch reingesprungen. Aber Glück gehabt, ey. Oh nee, du. Oh nee, du. Hier ist noch eine ganze Terminidenstadt. Oh shit! Alter, wie so ein Zug hat der mich einfach überrollt, ey. Zusehen, dass ich da irgendwie so meinen Kram kriege. Wo ist mein Kram überhaupt? Da. Nämlich genau da, wo ich gerade alles in die Luft habe. Oh, keinen Fallschaden bekommen. Oh! Oh. Dafür eine mächtige Ladung Kotze. Ja,
Keine Ausdauer. Keine Ausdauer ist immer schlecht. Oh Gott! Renn, Junge, renn! Nein, gib mir den Rucksack noch! Oh fuck, Alter. Hab ich ihn noch bekommen? Nee. Mensch. Jedes Mal kommen die kurz vorher da rausgekrochen aus dem Ding. Das ist alles ganz, ganz schlecht. Oh Gott. Ja, jetzt ist mein Bein im Eimer. LOL. Der Team hat ihn gekillt. Du geiler Typ. Jetzt muss er hier sterben. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Komm, ich hole jetzt einfach nochmal ein neues Ding in hier. Ich nehme zwei Dinger mit hier. Der Team mit dir ist gerade eh neu gespawnt. Jawohl. Na? Wo willst du hin? Ich blute. Na, ganz toll. Also ich habe diesen Blutungsbug. Das heißt, ich dürfte nicht sprinten. Ah, ne. Ne, doch, ich kann sprinten. Okay, das war nämlich mal anders, wenn man diesen komischen Bug da hat, dass man durch irgendwas blutet, dann kannst du nicht mehr sprinten. Und dadurch, dass du aber keine Gesundheit verloren hast, kannst du dich auch nicht heilen. Das heißt, ich müsste jetzt erstmal Schaden nehmen, um mich hochheilen zu können. Bis ich dann auch wieder sprinten könnte. Aber Gott sei Dank ist das jetzt hier nicht mehr der Fall, scheinbar. Ach nee, doch, so war das. Hier, das ist immer noch nicht gefixt. Man regeneriert einfach keine Ausdauer mehr, wenn man blutet. So rum ist das gewesen. Ja, scheiße. Ja, hoffentlich klappt das. Na, ganz toll. Okay, ja, ist gut. Jawohl, Gott sei Dank. Junge, Junge, das lohnt sich jetzt aber mit dem Napalm. Die Pilze, ey. Die schießen wieder richtig an die Decke. Sehr gut, C3 haben wir schön gemacht hier. Die anderen beiden haben das Ziel erfüllt, auch gut. Wollen wir gleich weitergehen. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn hier? Grabsteine. Herleis. Edit Kate? Was ist denn? Was soll das denn heißen? Edit Kate. Auf Super Earth. Here lies an Edictate. Edit Kate. Keine Ahnung, was das heißen soll, Alter. Ich noch nie gehört. Hört sich auch irgendwie nicht nach einem richtigen Wort an, was ich da vorgelesen habe.
ausgezeichnete Arbeit, Mann. Das läuft doch hier alles wie am Schnürchen. Naja, so fast. Das ein oder andere Hoppala hatten wir ja schon. Na, das ist doch jetzt aber Pilzkram hier. Ja, da ist er doch. Jawohl, der Pilz ist jetzt auch weg. Oder jetzt. Leider keine Muni zur Verfügung. Die Drecksviecher. Ja, T4, alles gut da oben. Den hinterhältigen Hinterhalt haben wir abgewehrt hier. Das war jetzt der Mörder. Noch 20 Minuten für die Mission. Es war so klar, dass hier gleich der nächste kommt. Oh, es ist alles irgendwie leer. Eine Nachladebug, glaube ich, gerade gehabt mit der Diegel. Ja, das ist schlecht. Halt um. Noch zwei. Alter. Leck mich doch am Sack. Okay, die Jungs haben Munition bestellt. Sehr schön. Oh, die brauche ich aber auch ganz dringend, ey. Ich habe keine bekommen. Boah. Wie geil man die sieht, wenn die vor so einer Explosion stehen. Ich könnte echt noch ein Paketchen gebrauchen, ne? Ein Team ist, glaube ich, gerade eh gestorben. Wir müssen dieses Dreckstalker-Nest plätten, Alter. Oh, der Kollege hat dem Stalker gerade voll die Quasar in die Fresse geschossen. Los, Jungs, hier lang. Irgendwo da müssen sie wohnen. Oh, danke. Let's get rid of those Stalkers. Ja, genau mein Reden. Oh, warte, hier muss ich kurz gucken. Da müssen Proben liegen. Jawohl. Hab eine Probe. Seltene Probe gesammelt. Irgendwo da so müssten die sein. Ja, hier vorne. Oh, Alter. Hat er mich voll gegen die Wand geklatscht. So, ihr beschäftigt euch mit denen da. Ich mach das Ding hier jetzt kalt. Da kommen aber auch viele raus aus dem Scheißloch. Sind auch zwei Nester. So, weg. Sehr gut. Und war Ruhe. Oh, C3. Ich weiß nicht, ob ich schießen soll. Ich habe Angst. Okay. Das war ein Spiel mit dem Feuer, ihm da zu helfen. Hätte ich fast ihn selber gekillt. Junge, Junge, Junge.
Ja, die FPS, die lassen irgendwie sehr zu wünschen übrig auf dem Planeten hier. Die sind nicht gerade gut. Oh, jo, alles Klärchen. Vor allem, die sind schon gedebufft worden, die Gegner, ne, mit ihrer Säure. Die macht weniger Schaden. Aber das ist halt immer noch ganz schön krass, ne? Blast Schnitzel, Alter. Okay, der macht ihn platt, dann kann ich weiter hier runterfliegen zu meinem Kram. Finde natürlich noch den letzten Lebenden. Habe ich hier mehr Munition drin? Ne. Die letzten Lebenden Dingsy Bumsy. Wir müssen die Dings dann noch retten. Oh Gott. Und ihn weg. Okay, er hat das Zeug geholt, das können wir abhauen. Oh, flieg! Was ist hier los, ey? Oh, einfach alles in die Luft jagen hier. Keine Faxen mehr machen. Die eine Granate hebe ich mir mal noch auf für irgendwelche Notfälle. Oh, das müssen wir noch mitnehmen, Junge. Das müssen wir noch mitnehmen. Der Nachmann, so, einstecken. Aber wir haben irgendwie nicht so viel an Nestern gefunden, ne? Oh, das war direkt ein Kopfschuss, sehr geil. Ich sehe aber auch nirgends noch ein Nest hier. So mit dem Rauch. Kein Kopfschuss, aber wir haben das Bein zerschossen. Okay, das war ein Kopfschuss. Bomber C dreimal den Weg frei. Ich jetzt kann C3 da auf jeden Fall nicht mehr durch. Und der ist eh noch ein Stück weg. Hat er noch ein Nest gefunden oder so? Kann natürlich sein, ne? Oh, D4. Oh, es ist alles leer geschossen. Ich kann dir nicht helfen. Entdeckung.
Werde ich jetzt zerfleischt, ey. Ja, eine ganze entspannte Minute hat er noch Zeit. Sogar noch länger, anderthalb Minuten wahrscheinlich, bis das Ding hier angekommen ist. Na, hat er da hinten Gegner oder warum ist er so ruhig? Nö. Oh, da kommt was. Feindliche Patrouille, nordöstlich. Was macht ihr denn hier? Hä? Wo ist er hin? Lol. Eieiei. Hat er ihm auf den großen Zeh gehauen. So, Kollege, pass auf. Jetzt ist ja aber gleich ratzfatz zappenduster. Ist schon tot. Oh, gut. Gut, hauen wir ab. Helikon 1 bereit zum Abflug. Shuttle Start in 20 Sekunden. Evakuierung abgeschlossen. Helikon 1 hebt nun ab. Ja. War doch relativ entspannt. Wir haben auf dem langen Weg zur Freiheit ein weiteres Etappenziel erreicht. Lol, warum lol? Hab ich irgendwas verpasst? Achso, wahrscheinlich wegen dem Schlag vorhin noch, ne? Nur ein Nest gefunden. Oh, na gut. Das ist ein bisschen mager, ne? Eine Beförderung, wunderbar. Ja, aber Adjudicator ist eine meiner Lieblingswaffen, definitiv. Finde die super. Kannst du so ziemlich alles mit wegballern, dank der Medium Armor Pen. Munition ist halt immer ein bisschen Mangelware bei dem Ding, weil auch die Magazine ja relativ klein sind mit bloß 25 Schuss. Aber ansonsten ist das eine ziemlich geile Knarre. Zumindest seitdem sie da jetzt diesen kleinen Buff mit der Umkategorisierung da bekommen hat, dass es jetzt als Sturmgewehr zählt und nicht mehr als Scharfschützengewehr. Weil als Scharfschützengewehr war die jetzt, also auf die Kategorie bezogen, war die nicht so doll. Als Sturmgewehr taugt das Ding mehr. Also im Endeffekt verändert es die Waffe so ja natürlich nicht, ne? Aber wenn man es dann in den Vergleich zieht mit den anderen Waffen aus der Kategorie, ist es dann hier deutlich sinnvoller aufgehoben und hier auch viel stärker als hier unten. Aber naja gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Hinterlasst doch ein Like, ein Abo, einen Kommentar, falls euch gefallen hat. Wenn nicht, ein Dislike und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein.